Ja, guten Tag. Ich entschuldige mich für die kurzfristige Programmänderung in der letzten Woche, aber wir hatten wirklich sehr viel schönes Übungsmaterial und unser Präsidium wollte mich unbedingt sehen. Und wenn man dann noch zwischen Campus Nord und Campus Süd hin und her düst, wäre weder das eine noch das andere hätte dann richtig funktioniert. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir komplett Übung. Und wir sind auch sehr gut in der Zeit. Wir nähern uns tatsächlich dem Ende der Vorlesung. Wir hatten beim letzten Mal mit Optimierung angefangen und uns zunächst mal Blackbox-Löser angeschaut und uns dann insbesondere herausgepickt die lineare Programmierung. Ja? Da haben Sie dann auch noch ein paar Beispiele zu gesehen. Also das ist eine Möglichkeit mit einem Constraints, die lineare Ungleichungen formulieren und einer linearen Zielfunktion eine Vielzahl von Anwendungsproblemen zu modellieren. Und die Intuition, die da aus meiner Sicht am hilfreichsten ist, ist dieses Zweidimensionale. Die Ungleichungen definieren einen Bereich der zulässigen Lösungen. Die Zielfunktion definiert eine Richtung, in der die Lösungen besser werden. Und dann kann man sich relativ leicht überlegen, aha, das ist dieses konvexe Polygon und das muss eine der Ecken, muss eine optimale Lösung darstellen. Und das Ganze lässt sich relativ leicht verallgemeinern. Im Dreidimensionalen ist das halt ein konvexer Polyeder, dann ist es wiederum eine der Ecken. Und das Ganze gilt für beliebige Dimensionen, nur dass man sich es dann nicht mehr so gut vorstellen kann. Aber insbesondere kann man dann überlegen, dass es halt verschiedene Ansätze für Lösungen gibt. Was man in der Praxis meistens macht, sind sogenannte Simplex-Algorithmen. Die machen im Endeffekt nichts anderes, als dass sie von Ecke zu Ecke dieses Polyeders springen. Und zwar ist das ein sogenannter Hill-Climbing-Algorithmus, der so in jeder Iteration versucht, eine Verbesserung der Lösung hinzukriegen. Und wenn man so ein paar Feinheiten da berücksichtigt, ist das auch möglich und man kriegt dann in endlich vielen Schritten eine optimale Lösung. Problem ist so ein bisschen, dass man, es ist immer noch ein großes offenes Problem, wie viele Schritte das dauert und was die richtigen Strategien sind, welche Ecke man als nächstes auswählt. Das ist im Zweidimensionalen nicht so erkennbar, weil da gibt es eigentlich immer nur eine Richtung, in der man eine Verbesserung kriegt. Das stimmt aber im Mehrdimensionalen nicht mehr. Ja? Dann gibt es Verfahren, die fangen sogenannte Interior-Point-Lösungen, die fangen irgendwo im Inneren dieses Polyeders an und versuchen dann in Richtung des Optimums sich im Inneren fortzubewegen und die haben interessanterweise bessere Garantien für den schlechtesten Fall, sind in der Praxis aber oft langsamer. Also da ist auch ein spannendes Problem des Algorithm Engineerings dabei. Ja? Wir haben dann gesehen, dass man einige unserer Sachen, die wir uns bereits angeschaut haben, wie kürzeste Wege als lineares Programm modellieren kann. Wir haben uns die Tierfutteranwendung angeschaut. Auch beispielhaft gesehen, dass das Schöne bei linearer Programmierung ist, dass man die Problemstellung auch schrittweise verfeinern kann. Wenn man zum Beispiel mit diesem Diätproblem angefangen hat, also finde eine Futtermischung, die möglichst preiswert ist, aber Anforderungen an die Ernährung erfüllt. Da kann man dann plötzlich irgendwelche oberen Schranken, so Grenzwerte für Sachen auch einführen oder beschränkte Reserven und so weiter. Ja. Gut, wir hatten dann gesehen, dass man das im Allgemeinen halt durch fertige Pakete macht. Und dann möchte ich heute ein bisschen weitergehen. Eine naheliegende Verallgemeinerung der linearen Programmierung ist die sogenannte ganzzahlige lineare Programmierung. Dabei hat man dann formal gesehen eigentlich nur die zusätzliche Bedingung, dass die Variablen ganze Zahlen sein sollen, beziehungsweise wir hatten ja immer diese Nicht-Negativitätsbedingungen ohnehin drin, was dann bedeutet, dass es sogar natürliche Zahlen sind. In der Praxis ist es sogar oft noch spezieller, dass ich 0-1-Variablen habe. Die Variablen sind dann sozusagen so ein Flag, das sagt, ist ein bestimmtes Objekt in der Lösung oder nicht.
Ja, damit kann man sehr flexibel modellieren. Es gibt aber auch gemischt ganzzahlige lineare Programme, bei denen dann einige Variablen kontinuierlich sind und andere diskret. Und was man sehr oft hat, ist, dass man sich erstmal hinsetzt und eine Modellierung als ganzzahliges lineares Programm macht und sich dann überlegt, jetzt kann ich das aber nicht so leicht lösen. Jetzt lasse ich die Ganzzahligkeitsbedingung am Ende dann doch weg. Und das kann ich dann mit einem normalen linearen Programmierungswerkzeug optimal lösen. Und da muss ich mir überlegen, was passiert mit Variablen, deren Wert gebrochen ist. Da kann ich dann zum Beispiel runden. Und es gibt dann, trotzdem macht dieser Umweg Sinn, weil man sehr oft sogar beweisen kann, dass nur wenige dieser Variablen gebrochene Werte annehmen werden. Wir werden auch ein sehr konkretes Beispiel gleich sehen, für unser Standard-Anwendungsbeispiel, das Rucksackproblem. Ja? Also das Rucksackproblem als ganzzahliges lineares Programm ist super simpel. In gewisser Weise ist es das einfachste vieldimensionale ganzzahlige lineare Programm, weil es nur eine einzige Ungleichung gibt. Also wir haben eine Zielfunktion, die ist ziemlich allgemein. Es ist nämlich, was wir machen ist, das Wichtigste ist hier, Sie erinnern sich, beim Rucksackproblem geht es darum, n Gegenstände mit gegebenem Gewicht und gegebenem Profit in einen Rucksack zu packen mit Kapazität groß M. Ja? Und dabei den Profit zu maximieren. Wenn wir jetzt die Modellierung wählen, dass wir sagen, Element I ist im Rucksack, heißt xi gleich 1 und Element I ist nicht im Rucksack, heißt xi gleich 0, dann kriegen wir sofort ein ganzzahliges lineares Programm, das sagt, maximiere das Skalarprodukt von Profitvektor und Lösungsvektor, ja? Weil wenn da eine 0 ist, dann wird der Profit halt nicht mitgezählt, wenn da eine 1 ist, wird der Profit mitgezählt. Ja? Und es gibt das Constraint, dass das Skalarprodukt von Gewichtsvektor und Lösungsvektor, das hier sollte auch ein fettes x sein, kleiner gleich der Kapazität m ist. Ja? Und die Variablen sollen aus der Menge 0, 1 sein. Frage dazu. Also ziemlich simpel, das ist nur eine Umformulierung dieser mengentheoretischen Formulierung, die wir hatten. Gucken wir mal, wo die war. Eine der Kommentare im Vorlesungsfeedbackbogen war, dass dieses Blättern so doof ist. Aber das Problem, das ich habe, ist, dass das auf dem kleinen Bildschirm nicht wirklich erkennbar ist, was wo ist. Ja? Also wir hatten diese Modellierung, die ist praktisch identisch, nur dass wir hier das Constraint nicht als Skalarprodukt, sondern als Summe i in x geschrieben hatten und den Profit nicht als Skalarprodukt, sondern auch über Summe i in x über die Profite. Ja? Also eine sehr simple Umformulierung, schon hat man das lineare Programm. Das ist wohl ziemlich oft so. Also es gibt eine ganzen Wissenschaftsdisziplin, könnte man sagen. Das ist kein eigenes Fach, aber ich glaube, an einigen Orten kann man sogar Masterstudiengänge darin machen, Operations Research, und von denen eine wichtige Fraktion, ich sage jetzt mal ein Drittel bis die Hälfte der Operations Research Leute, die machen den Tag nichts anderes als lineare Programme für immer neue Anwendungen formulieren. Und das ist sowohl mathematisch als auch inhaltlich sehr spannend, weil das halt ziemlich oft funktioniert und weil man da auch sehr viel Know-how reinstecken kann tatsächlich. Aber hier können wir natürlich nur die Oberfläche ankratzen und selbst das ist schon nützlich, weil man oft sehr einfache Modelle hat. Ja? Okay. Genau, jetzt haben wir dieses ganzzahlige lineare Programm und diese sogenannte lineare Relaxation kann jetzt einfach diesen Constraint wieder weglassen. Und wir werden dann gleich sehen, was damit dann passiert. Aber vielleicht erstmal ein bisschen allgemein. Wie gehe ich mit so ganzzahligen linearen Programmen um, beziehungsweise gemischt ganzzahligen?
Zunächst mal muss man sich bewusst sein, das Ganze ist NP hart. Das lernen Sie dann im nächsten Semester, was das genau bedeutet. Im Endeffekt, wir können nicht damit rechnen, für beliebig schwierige Eingaben effiziente Löser dafür zu kriegen. Ja? Aber es ist eine sehr ausdrucksstarke Modellierungssprache. Es gibt Lösungsansätze für ganzzahlige lineare Programme, die oft gut funktionieren, auch fertige Software zum Teil. Wenn man erstmal diese Formulierung hat, kann man daraus zum Beispiel durch lineare Relaxation und andere Techniken oft Näherungslösungen berechnen. Im einfachsten Fall durch Runden. Ja, Softwarepakete gibt es. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Rucksackproblem. Da kann man relativ leicht zeigen, dass es nur eine einzige fraktionale Variable in der linearen Relaxierung gibt. Ja? Das heißt, wir nehmen dieses Problem und schmeißen einfach dieses Constraint hier weg, stecken das in einen normalen linearen Optimierungslöser, kümmern uns also gar nicht um die Ganzzahligkeitsbedingung, und was rauskommt, ist eine optimale Lösung, bei der maximal eine Variable einen nicht ganzzahligen Wert kriegt. Das kann man beweisen. Das ist in dem Fall sogar mit Bordmitteln relativ einfach. Also das können Sie durch so ein einfaches Austauschargument machen. Wir hatten diese Austauschargumente bei minimalen Spannbäumen, um zu zeigen, dass diese Schnitt- und Kreiseigenschaft gelten. Und hier ist das so ähnlich. Also der Trick ist eigentlich der folgende. Sie brauchen gar keinen komplizierten, allgemeinen, linearen Programmierungslöser, um die optimale Lösung zu bestimmen. Was Sie im Endeffekt machen, ist, Sie sortieren die Variablen nach ihrer Profitdichte. Ja? Also wie viel Profit kriege ich pro Gewichtseinheit? Und die stopfen Sie dann in den Rucksack, bis er voll ist. Und dann merken Sie, das letzte Ding, das Sie dann reinstopfen, passt nicht mehr rein. Das schneiden Sie einfach durch, sodass der Rucksack genau voll ist. Und jetzt kann man durch so ein Austauschargument sehr leicht zeigen, dass das die optimale Lösung sein muss. Weil angenommen, es gäbe irgendeine optimale Lösung mit irgendeinem anderen Objekt drin, das eine kleinere Profitdichte hat, dann könnte ich durch Austausch, durch Objekte mit größerer Profitdichte oder Stücken davon bessere Lösungen finden. Ja? Das heißt aber, dass nur dieses letzte Objekt, das ich reingestopft habe, zerschnitten werden muss. Ja, und das ist natürlich nett. Wir haben jetzt eine Lösung, die ist fast schon korrekt. Nur mit dem einen Objekt müssen wir uns jetzt was überlegen. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Aber einer der Ansätze ist völlig naiv, zu sagen, na, dann lassen wir das letzte Objekt halt weg. Und wenn es jetzt so ist, dass die Rucksackkapazität groß ist gegenüber dem maximalen Gewicht eines Objekts oder auch nur irgendeines interessanten Objekts mit hoher Profitdichte, ist schon klar, dass ich damit gute Lösungen kriege. Wir werden das gleich noch ein bisschen genauer uns anschauen. Ja? Eigentlich bringt uns dieser sehr spezielle Löser für lineare Programme in einen anderen Bereich. Was ich eben gesagt habe, nach Profitdichte sortieren, ist ein klassischer Greedy-Algorithmus. Und das will ich jetzt noch mal ein bisschen formaler erzählen, was das ist. Ja? Deutsche Übersetzung von einigen Leuten ist gierige Algorithmen, wird aber irgendwie nicht so oft verwendet. Die Idee ist ganz einfach. Wir lösen ein Optimierungsproblem, indem wir jeweils lokale Entscheidungen treffen, die lokal optimal sind. Ja? Das könnte man jetzt weiter versuchen, mathematisch zu fassen, was das bedeutet, aber ich finde, hier Beispiele geben es da einfacher. Beim Rucksackproblem heißt das, wir fügen jeweils ein Objekt hinzu zum Rucksack, und zwar das mit der höchsten Profitdichte von den Objekten, die wir noch nicht hatten. Ja? Und wir haben schon andere Greedy-Algorithmen gesehen. Dijkstras Algorithmus für kürzeste Wege hat jeweils einen Knoten zu dem kürzeste Wegebaum hinzugefügt, der mit minimalem Abstand erreicht werden kann.
Und da konnten wir zeigen, dass das zu optimalen Lösungen führt. Für das minimale Spannbaumproblem hatten wir gleich zwei Greedy-Algorithmen. Das zeigt auch ganz gut, dass, wenn ich sage Greedy-Algorithmus für ein Problem, dass das noch nicht festlegt, was wir genau machen. Es gibt meistens viele Greedy-Algorithmen. Beim minimalen Spannbaum haben wir den Yannick-Prim-Algorithmus gesehen, der eigentlich analog zum Dijkstra-Algorithmus funktionierte. Wir haben jeweils einen Knoten zu einem Baum hinzugefügt. Beim Kruskal-Algorithmus haben wir eigentlich immer eine Kante zu einem Wald hinzugefügt. Nämlich immer die leichteste Kante, die man noch einfügen kann. Und wenn man es jetzt möglichst viele Beispiele identifizieren kann, könnten wir jetzt was konstruieren, wenn wir sortieren durch Auswählen machen. Also ich habe eine Menge von Objekten, die ich noch einsortieren muss, wähle jeweils das kleinste Element und füge es zur Ausgabe hinzu. Ja? Das ist auch so eine Art Greedy-Algorithmus. Wenn ich das als Optimierungsproblem formulieren will, sage ich, okay, ich will eine Abfolge meiner Eingabeelemente haben, also eine Permutation mit der Eigenschaft, dass an möglichst vielen Stellen gilt, das Iter-Ausgabeobjekt ist kleiner gleich dem i plus 1 Ausgabeobjekt. Ja? Das gibt mir dann so eine Art Fehlerzahl für die Permutation und die will ich optimieren. Es ist klar, dass es da eine Lösung mit Zielfunktionswert 0 gibt und hier ist jetzt ein Greedy-Algorithmus, um das zu machen. Ein bisschen konstruiert, aber manchmal muss man sich als Informatiker um konstruierte Lösungen bemühen, weil es dann möglich ist, Lösungen, die es bereits gibt, anzupassen an neue Situationen. Ja, diese vier Beispiele hier haben alle gemeinsam, dass man damit optimale Lösungen produziert. Leider ist das eher die Ausnahme. Ja? Meistens ist es so, wir kriegen Näherungslösungen, manchmal mit Qualitätsgarantien, die interessant sind, manchmal ohne. Aber dann funktioniert es vielleicht trotzdem in der Praxis. Wir werden das näher uns anschauen in den Vorlesungen Algorithmen 2 als Pflichtveranstaltung oder verschiedenen Wahlveranstaltungen im Bereich der Algorithmen. Da werden Greedy-Algorithmen, die nicht optimale Lösungen liefern müssen, immer wieder auftauchen. Und ich werde das jetzt an einem Beispiel für das Rucksackproblem noch mal ein bisschen erklären. Ja? Ich betrachte jetzt sogar gleich zwei eng miteinander verwandte Algorithmen. Der eine ist das, was ich eben gesagt habe. Ich löse das lineare Programm, nehme also die Elemente mit der höchsten Profitdichte und breche ab, sobald ein Objekt nicht mehr reinpasst, kann man als Abrunden der fraktionalen Lösung betrachten. Oder aber eine leichte Verfeinerung davon, das nenne ich jetzt den Greedy-Algorithmus. Ich gehe durch die Elemente in Reihenfolge aufsteigender Profitdichte und füge sie zum Rucksack hinzu, wenn sie reinpassen. Kann mir jemand den Unterschied erklären zwischen den beiden Algorithmen? Ja. Genau, also das ist im Prinzip so ein Lückenfüll-Dings. Also eigentlich macht der das Gleiche wie hier, nur wenn der hier abbricht, dann geht der noch durch die übrig gebliebenen Elemente und guckt, was reinpasst. Und das ist jetzt tatsächlich wichtig, um eine gute Lösung zu kriegen. Ich zeige Ihnen jetzt mal zwei Beispiele, die sehr simpel sind, aber die schon zeigen, worum es da grundsätzlich geht. Wir haben hier zwei Instanzen. Einmal diese hier, da gibt es drei Objekte. Das da und das da. Wir haben die Nummern 1, 2, 3 soll das heißen. Die Breite ist das Gewicht, also die beiden Dinger hier haben Breite 2 und das hier hat Breite 1.
Und die Höhe ist der Profit. Die beiden haben Profit 4 und das hat Profit 1. Der abrunde Algorithmus würde 1, also jetzt sieht man schon, wenn man das sortiert, die haben eine Profitdichte von 2, ne? Also 4 halbe ist 2 und der hier hat eine Profitdichte von 1. Das nennt man in der Geometrie im Englischen auch den Aspect Ratio von diesem Rechteck. Der ist im Prinzip dieses Profitverhältnis. Das heißt, der würde sich erst die beiden angucken und dann den. Der Abbruchalgorithmus würde den reintun und dann mit Bedauern feststellen, dass der nächste nicht reinpasst und sagen, ja, nee, jetzt haben wir nur den. Das ist dann die Abrundlösung hier. Der Greedy-Algorithmus würde dann sagen, okay, der passt nicht rein, dann überspringe ich den, aber der passt noch rein. Und dann kriegt man hier eine Lösung mit Gesamtprofit 5. Und das ist offensichtlich auch optimal in diesem Fall. Das reicht immer noch nicht ganz. Wir brauchen noch einen dritten Algorithmus, der aber ziemlich naiv ist. Der nimmt einfach das Objekt in die Lösung, das reinpasst und den größten Profit liefert. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel diese Instanz hier haben, wir haben ein so ein Objekt mit Profit und Gewicht 1 und ein Objekt, das hat Profit 5 und Gewicht 6. Da ist dann die Profitdichte 5 Sechstel, also kleiner 1, also unattraktiver als das hier, aber der Round-Down-Algorithmus und auch der Greedy, die würden nur dieses kleine Objekt da reintun mit Profit 1 und dann sagen, sorry. Ja, und der Algorithmus, der sagt, ich nehme jetzt nur das mit dem größten Profit, der würde das hier reintun und einen Profit von 5 kriegen. Ja? Also man sieht hier, dass der Greedy alleine, selbst mit dem Nachbessern, beliebig schlecht sein kann. Ja? Weil man kann sich mit irgendeinem Winz-Objekt mit ganz wenig Profit, das aber zufällig eine etwas höhere Profitdichte hat als ein großes Objekt mit viel Profit, kann man sich alles verbauen. Ja? Aber man kann dann zeigen, wenn man dieses kritische Dings dann, also das Größte, was rein, das Wertvollste, das reinpasst, oder aber die Lösung von Greedy, Knapsack oder von mir aus auch von Round Down nimmt, dass das nie mehr als ein Faktor 2 schlechter sein kann als die optimale Lösung. Ja? Im Endeffekt liegt das daran, also der Fehler, den man hier macht, das ist höchstens ein Objekt, das nicht mehr reinpasst. Aber genau dieses Objekt würde dann im Zweifel von diesem Trivialalgorithmus, der nur ein Objekt nimmt, dann gewählt werden. Sodass dann der Fehler insgesamt nur ein Faktor 2 ist. Ich will da nicht im Detail drauf eingehen. Wir werden Approximationsalgorithmen in größerem Detail in Algorithmen 2 anschauen. Wäre allerdings eine mögliche Übungsaufgabe oder sowas. Gibt es Fragen zu diesen Greedy-Heuristiken für das Rucksackproblem? Okay. So, wir sind aber noch nicht fertig. Rucksackproblem haben wir jetzt gesagt, naja, wir könnten ganzzahlige lineare Programmierung verwenden, aber wir haben noch keinen Löser dafür angegeben. Wir können lineare Programmierung verwenden, aber das gibt keine optimalen Lösungen. Jetzt lernen wir ein ganz anderes Schema für Optimierungsalgorithmen kennen. Dynamische Programmierung. Wobei wieder dieser Begriff Programmierung aus den 50er Jahren stammt und eigentlich geht es um dynamische Optimierung. Oder man könnte es Optimierung durch Tabellenaufbau nennen. Ja? Oder Aufbau von optimalen Lösungen aus Bausteinen. Das ist eine Technik, die sehr oft funktioniert. Die wollen wir uns jetzt näher anschauen. Ja? Dafür sind zwei Bedingungen wichtig. Erstmal
dass wir sozusagen optimale Lösungen für das Gesamtproblem auffassen können als optimale Lösungen für Teilprobleme, die wir zu einem großen Problem zusammensetzen können. Und wichtig ist dann eine Austauschbarkeit. Wenn es mehrere optimale Lösungen gibt, dann ist es egal, welche benutzt wird. Und zwar nicht nur für das Gesamtproblem, sondern auch für diese Teilprobleme. Ja, wieder ist es vielleicht sinnvoller, das ein bisschen spezieller sich anzuschauen, an einem konkreten Beispiel, wieder unser Rucksackproblem. Ja? Wir nehmen jetzt den Spezialfall, dass die Gewichte der Objekte ganzzahlig sind. Man könnte jetzt analog was konstruieren, wo die Profite ganzzahlig sind. Aber ich befasse mich jetzt mit diesem einen Fall hier. Ja? Und wir definieren jetzt Tabelleneinträge oder eine Funktion, wenn Sie es mathematischer sehen wollen, die uns Zielfunktionswerte von Teilproblemen angeben, und zwar mit zwei Variablen hier, nämlich einmal, welche Objekte benutzen wir, nämlich die Objekte 1 bis i, für i gleich 1 bis n. Ja? Und wie viel Kapazität stellen wir dafür zur Verfügung? Und das sind Werte zwischen 1 und c. C war die Gesamtkapazität des Rucksacks. Oder ja, sind die Zahlen zwischen 1 und der Gesamtkapazität m des Rucksacks. Ja? Und wir definieren im Basisfall P0, c gleich 0. Das kann man lesen als, naja, wenn ich keine Objekte in den Rucksack packen darf, ist der Profit offenbar 0. Ja? So, und mit dieser Basisdefinition können wir ein zentrales Lemma zeigen, das uns sozusagen sagt, hier funktioniert dynamische Programmierung mit diesen Definitionen. Wir werden nämlich zeigen, dass PIC sich berechnen lässt aus Werten für kleinere i und kleinere c. Konkret, PIC ist das Maximum von PI-1c und PI-1c minus WI plus PI. Jetzt auf den ersten Blick eine komische Formel, aber man muss irgendwie lernen, diese Formeln erstmal zu lesen und dann selber zu entwerfen. Und zumindest für das Rucksackproblem ist das relativ einfach. Ja? Was heißt denn das? Wir wollen wissen, wie kann man den Profit für die ersten i-Objekte mit einer Kapazität von c ausrechnen, wenn man für alle kleineren Werte von i und c oder alle Werte kleiner gleich, wo mindestens einer kleiner ist, die Werte schon kennt. Ja? Dann ist es doch so, Fallunterscheidung. In einer optimalen Lösung mit Kapazität C und den Elementen 1 bis I, wird da das i-te Element verwendet oder nicht? Also landet das im Rucksack oder nicht? Eine ganz elementare Fallunterscheidung. Und die beiden Terme für der Maximierung hier stehen einfach für diese beiden Fälle. Also der einfachere Fall ist natürlich, das Objekt wird nicht verwendet. Dann habe ich natürlich eine optimale Lösung für die ersten i-1-Elemente, und die habe ich schon berechnet. Und wenn ich mich schon festlege, dass ich das i-te Element nicht verwenden darf, ist das hier offensichtlich pi-1,c. So, Fall 2, ich verwende es. Dann nehme ich das Ding jetzt mal raus und gucke, was brauche ich denn dann noch? Also ich habe meine optimale Lösung mit diesen i-Elementen, das i-te wird auch verwendet. Jetzt nehme ich aus dieser Lösung das i-te raus. So, und das ist jetzt irgendeine Lösung für die ersten i-1-Elemente. Und ich weiß außerdem, dass es Kapazität höchstens c-wi verwendet. Ne? Also die verfügbare Kapazität minus das, was dieses i-te-Ding liefert. So, und da habe ich jetzt eine Lösung für dieses Teilproblem. Ich gucke mir nur die ersten i-1-Elemente an. Ich habe eine Kapazität von nur c-wi. Naja, und für dieses Ding sollte ich offensichtlich auch eine optimale Lösung verwenden, weil warum sollte ich da was Suboptimales verwenden? Das beeinflusst ja in keiner Weise, ob ich da das i-te Element dazu tun darf oder nicht.
solange ich diese Kapazitätsgrenze von C minus WI einhalte. Ja? Das heißt, ich habe da eigentlich diesen Profitwert, I minus 1 und C minus WI, und da drauf schlagen kann ich natürlich noch den Profit des i-ten Elements, weil das ist ja der Fall, dass ich den da verwendet habe. Ja? Das will ich jetzt mal ein bisschen formaler beweisen. Also, das ist erstmal der kreative Teil. Ich definiere diese Tabelleneinträge und zwar so, dass so eine Rekurrenz gilt und die will ich dann beweisen. Ja? Also ein bisschen formaler. Sei jetzt x so ein Lösungsvektor für Objekte 1 bis i und Kapazität c. Ja? Das heißt ja nach Definition von dem PIC, dass der Gewichtsvektor mal x gleich PI, C ist. Also Skalarprodukt. So, und jetzt mache ich diese Fallunterscheidung, Fall xi gleich 0. Dann ist x auch eine optimale Lösung für die Objekte 1 bis i minus 1 und Kapazität C. Das heißt, die optimale Lösung hier ist gleich das PI minus 1, C. Und der spannende Fall ist natürlich, wenn xi gleich 1 ist, dann ist x ohne i auch eine Lösung für die Objekte 1 bis i minus 1 und die Kapazität c minus wi. So, und jetzt kommt halt diese Austauschbarkeit. Es spielt keine Rolle, was ich mit diesen i minus 1 ersten Objekten mache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass ich Kapazität maximal c minus wi habe. Kann man wieder beweisen durch einen Widerspruchsbeweis, wenn man will. Also angenommen, es gäbe irgendwie eine bessere Lösung, also die da was anderes macht, dann könnte ich die immer austauschen durch meine tabellierte Lösung. Ja? Also ist PI, C minus PI gleich dieses PI minus 1, C minus WI. Ich bringe das PI auf die andere Seite und habe das, was ich beweisen wollte. Fragen dazu? Das ist also jetzt ein relativ formales Hin- und Hergeschiebe, aber man sollte es einmal an einem Beispiel gesehen haben und auch die wichtigsten Ingredienzien sehen. Also meistens Fallunterscheidung, aus welchen Teillösungen baut sich das Ganze auf und an welchen Stellen brauche ich dieses Austauschargument. Und gilt das auch wirklich? Ich werde gleich auch Gegenbeispiele nennen. Ja? So, jetzt gucken wir uns mal ein konkretes Beispiel an für dynamische Programmierung. Diesen Pseudocode, den ich gerade überblättert habe, machen wir dann nachher. Also ich habe hier jetzt eine Instanz, vier Objekte mit Profit 10, 20, 15, 20 und Gewichten 1, 3, 2 und 4 und einer Kapazität von 5. Ja, jetzt habe ich diese Tabelle PIC mit so einer nullten Zeile, wo überall 0 steht, das ist meine Ausgangssituation. Und jetzt muss ich diese Tabelle im Prinzip füllen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das zeilenweise zu machen. Grundsätzlich könnte man das auch spaltenweise machen oder irgendwie in Diagonalen. Was jeweils am besten ist, hängt von diversen Implementierungsdetails ab. Ich mache es jetzt mal zeilenweise. Ja? Also Initialisierung ist, dass wir hier überall 0 eintragen. Mit den ersten 0 Gegenständen kann man überhaupt keinen Profit erzielen. Okay. Jetzt, was kann man mit dem ersten Element machen? Naja, das hat ein Gewicht von 1. Wenn ich noch Kapazität 0 zur Verfügung habe, passt es nicht rein und ich bleibe bei 0. Das ist relativ trivial. Man sieht, dass diese nullte Spalte ist auch 0 alles. So, aber alle anderen Spalten, da passt es halt rein und ich schreibe mir auf, was ist der Profit. Ich mache noch ein bisschen mehr. Ich merke mir auch, was ist der Wert von xi, den ich jetzt gerade gewählt habe, um diese Lösung zu bestimmen. Das brauchen wir, um später aus dieser Tabelle auch eine konkrete Lösung zu rekonstruieren.
Aber dazu kommen wir dann. Ja, also erste Zeile ist ganz simpel. Ohne Kapazität passt es nirgends rein, aber weil das so leicht ist, passt es überall sonst rein. Also hier eine 0, ich nehme es nicht, kriege Profit 0 und hier überall 1, ich nehme es und kriege Profit 10. Das ist simpel. Jetzt wird es schon ein bisschen interessanter, wenn ich das zweite Objekt nehme. Das hat Gewicht 3. Das heißt, in den ersten drei Spalten, 0, 1, 2, passt es gar nicht in den Rucksack. Und folglich kann ich einfach den Wert, der da drüber steht, jeweils übernehmen. Ne? 0, 10, 10. Und ich schreibe überall eine 0 in meine Entscheidungsvariable rein. Ja? Ab Kapazität 3 passt es rein. Und der Wert, den ich dann kriege, den kann ich hier in der Zeile darüber nachschlagen. Also wie kommt diese 20 zustande? Ich nehme das Objekt, ich tue das Objekt rein, sozusagen versuchsweise. Damit reduziere ich die Kapazität des Rucksacks um 3. Da er am Anfang 3 war, lande ich bei 0. Da muss ich also in der Spalte 0 in der Zeile darüber nachschauen und sehe hier 0. Aha, ich kriege Profit 0 plus die 20 von dem zweiten Objekt, macht 20. Ja? Hier, Kapazität 4 minus Gewicht 3 ist Spalte 1. In der Zeile darüber steht eine 10. Aha, 10 plus 20 ist 30. Und das ist der Profit, den ich kriege. Und das gleiche hier in der Spalte 5. Ja, also hier habe ich jetzt schon 1, 2, 3, 4 verschiedene Werte gekriegt durch so einen einfachen Tabellenzugriff. Ich gucke immer in der Spalte direkt darüber und in der Zeile darüber, aber versetzt um das Gewicht des Objekts, den Tabellenwert, den ich da habe, und nehme das Maximum davon. Nur dass ich und hier darüber, da wird das Objektgewicht, der Objektprofit nicht addiert, und wenn ich dann nach links gucke, wird er addiert. Ja, das ist alles, was ich mache. Gucken wir mal weiter, was damit passiert. Das nächste Objekt Nummer 3 hat Gewicht 2 und Profit 15. Naja, also die ersten zwei Spalten gucken einfach da oben nach. Passt sowieso nicht rein, also übernehme ich 0 und 10. Dann Kapazität 2 minus Gewicht 2 ist hier. Aha, 0 plus 15 ist 15. Und ich habe das Objekt genommen. Hier 3 minus 2 ist 1. Da finde ich Kapazität 10 plus 15 ist 25. So, jetzt wird es interessant. Es ist keineswegs so, dass hier immer erst Nullen und dann Einsen stehen. Ne? Dieser Eintrag hier, Kapazität 4 minus Gewicht 2 macht 2, da finde ich hier eine 10 plus 15 macht 25. Aber hallo, stopp! In der Eintrag darüber stand eine 30, das ist größer als 25. Das heißt, wenn ich Kapazität 4 habe und die Objekte 1 bis 3 verwenden darf, ist es besser, das dritte gar nicht zu verwenden. Ja? Deshalb merke ich mir hier Entscheidung 0 und übernehme die 30. Wenn ich aber Kapazität 5 habe, 5 minus 2 ist 3, dann steht hier die 20 plus 15 ist 35 und das ist tatsächlich größer als die 30, die da drüber steht. Also kriege ich hier Profit 35. Ja? Und das ist übrigens auch schon die optimale Lösung. Dann machen wir mal weiter. Das letzte Objekt hat Gewicht 4, das heißt, die ersten 4 Einträge sind uninteressant. Hier 4 minus 4 ist 0, ist kann ich hier die 0 übernehmen, plus Profit 20, ist aber schlechter als die 30, die da drüber steht.
Schreibe ich also Entscheidungswert 0, nehme ich nicht. So ähnlich hier, 5 minus 4 ist 1, da steht hier eine 10, plus 20 ist 30, darüber stand aber eine 35, also bleibe ich auch bei der alten Lösung. Ja? So, jetzt weiß ich, meine optimale Lösung hat Gewicht 35. Und das ist übrigens auch ganz witzig, wenn wir Klausuraufgaben stellen oder sowas. Entwerfen Sie einen dynamischen Algorithmus, für der eine optimale Lösung für folgendes Problem bestimmt. Den ganz harmlos, die Hälfte der Studenten schreiben uns ein Programm, das das korrekt macht oder teilweise korrekt, aber sie haben die Aufgabenstellung nicht gelesen. Man soll eine Lösung berechnen, nicht nur den Wert der Lösung. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied und da muss man tatsächlich was tun. Wenn ich jetzt diese Tabelle hier habe, kann ich natürlich, also es ist klar, dass man hier monoton steigende Werte hat. Man kann also einfach rechts unten nachgucken für den Zielfunktionswert, wunderbar. Aber das sagt einem ja noch nichts direkt über die Lösung. Und das ist der Grund, warum wir hier die Entscheidungsvariablen aufgeschrieben hatten. Dann kann man die nämlich sehr leicht rekonstruieren. Und zwar, wir machen jetzt Folgendes. Wir sagen, aha, was haben wir uns hier für eine Entscheidungsvariable gemerkt? Null. Das heißt, das vierte Element wird nicht genommen. Das bedeutet aber, daraus kann ich ableiten, wo denn jetzt diese 35 herkam, nämlich hier direkt aus dem Eintrag oben drüber. Ja? Das heißt, ich weiß schon, x4 ist gleich 0. Und ab jetzt gucke ich mir an, wie wurde denn diese Lösung hier gebaut, also p4,5. Die sagt, aha, die Entscheidungsvariable war 1. Das heißt, das dritte Element ist sehr wohl in der Lösung, x3 gleich 1. Jetzt weiß ich schon, x4 gleich 0, x3 gleich 1. Wie mache ich jetzt weiter? Naja, hier steht eine 1. Das heißt, dieses Element wurde genommen aus einer Kapazität von 5. Von der Kapazität von 5, die ich am Anfang habe, muss ich das Gewicht des dritten Elements, 2, abziehen. Das heißt, diese Lösung ist eigentlich entstanden aus der Teillösung P2,3, nämlich 5 minus 2 ist 3. Jetzt bin ich in dem Eintrag. Und alles, was hier steht, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ja? Jetzt steht hier, aha, Wert ist 20, hier steht eine 1, aha, x3 ist 1. Ja, also, nee, x2 ist 1. Hiervon lesen wir ab, x3 ist 1, hier lesen wir ab, x2 ist 1. Dann muss ich wieder nach links springen, das Gewicht des zweiten Elements abziehen, die 3, 1, 2, 3, dann bin ich hier. Und da steht x1 gleich 0. Also x1 gleich 0, x2 gleich 1, x3 gleich 1, x4 gleich 0. Das heißt, ich kann mich jetzt zurückhangeln durch diese Tabelle, um meine Lösung zu produzieren. Und das kann man im Endeffekt immer relativ einfach machen, wenn man sich einfach diese Entscheidungen, die man getroffen hat, merkt. Ja? Also im Allgemeinen hat man hier so Rekurrenzrelationen wie diese, die auch mal aus mehr als zwei Alternativen bestehen können. Und wenn man so einen Tabelleneintrag macht, merkt man sich, welche Entscheidung hat dazu geführt. Und das kann man dann verwenden, um sich rückwärts durch die Tabelle zu hangeln und eine Lösung zu konstruieren. Und das muss man auch mal üben. Also wir werden vermutlich eine Übungsaufgabe zu dem Thema auch stellen. Ja? Jetzt gucken wir uns mal den Pseudocode dafür an. Der ist jetzt auch schon ein bisschen optimiert auf Speicherplatz hin. Also wir haben hier so einen Prozedurrucksack, kriegen als Eingabe einen Profitvektor, einen Kostenvektor, Anzahl Elemente und Kapazität. Und wir haben zwei Datenstrukturen, die wir uns merken. Einmal einen Profit-Array mit m plus 1 Einträgen, das wir auf 0 initialisieren. Das ist die aktuelle Zeile meiner Matrix.
Ja? Hier ist eine kleine Optimierung. Wir allozieren nicht wirklich eine Matrix der Größe n mal groß m plus 1 oder n plus 1 mal groß m plus 1 oder so, sondern nur eine einzige Zeile davon. Das Einzige, wo wir tatsächlich die zweidimensionale Tabelle speichern, sind diese Entscheidungsvariablen. Das ist aber nur ein Bit, das heißt, wir sparen hier einen Faktor, ja, log n oder sowas, oder Wortbreite, je nachdem, wie Sie es genau implementieren. So, jetzt gehe ich zeilenweise durch meine Tabelle durch, das ist nicht so überraschend. Aber jetzt kommt ein kleiner Trick. Also wir haben ja immer nur eine Zeile, die wir aber überschreiben. Deshalb kann ich hier nicht von links nach rechts durch die Tabelle gehen, sonst würde ich mir Werte überschreiben, die ich noch brauche. Aber wenn ich von rechts nach links da durchgehe, dann, ich muss ja dann immer nur nach links zugreifen, gibt es kein Problem. Also ein kleiner Trick, der uns hier es besonders leicht macht, mit nur einer Zeile des Arrays auszukommen. Wenn Sie darauf bestehen, das von links nach rechts zu machen, könnten Sie entweder eine zweidimensionale Tabelle verwenden, teuer, oder Sie nehmen zwei Zeilen. Aber das ist erstens auch ein bisschen mehr Platz und zweitens dann sogar komplizierter zu programmieren. Ja? Also Dirty Trick, von rechts nach links durchgehen, brauchen wir nur eine Zeile. Und wie man da, in welcher Reihenfolge man durch diese Zeile geht, ist ansonsten auch egal, logisch gesehen, weil ich ja immer nur nach links oben zugreife. Okay. Also ich gehe von rechts nach links und dann steht da halt, aha, wenn ich einen größeren Profit kriege, indem ich das IT-Element nehme, hier musst du dann eigentlich einsetzen, hier steht implizit I-1 immer mit drin, ja, weil das sind die alten Werte, die ich hier noch auslese, dann kann ich den zehnten Wert meiner Zeile der Tabelle überschreiben und sonst bleibt es, wie es ist. Und so oder so, ich habe hier alles auf 0 initialisiert, also muss ich auch nur in diesem Fall diesen 1er-Wert schreiben. Fragen dazu? Okay. Und hier ist jetzt der Rekonstruktionscode. Der initialisiert jetzt den Spaltenzähler auf m, einen Lösungsvektor wird angelegt und jetzt gehe ich wieder rückwärts, aber durch die Zeilen. Ne? Ich fange bei der letzten Zeile an und sage, xi ist gleich der abgespeicherte Entscheidungswert. Und wenn xi gleich 1 war, dann muss ich meine aktuelle Spalte um wi reduzieren. Also das geht dann ganz schnell. Ne? Also laufzeitmäßig ist das jetzt so, braucht Zeit o von n mal m. Und zwar vor allem für diesen ersten Teil, ne, eine Doppelschleife. Und die Rekonstruktion geht ganz schnell. Gibt jetzt auch noch einen schönen Begriff, den man hier oft verwendet in der Algorithmik. Diese Laufzeit ist ja polynomiell in den beiden Variablen n und groß m. Man nennt das aber in dem Fall auch pseudopolynomiell. Hat jemand eine Idee, wieso pseudo? Also dieser Begriff, die Laufzeit eines Algorithmus ist polynomiell, heißt eigentlich in der Algorithmik, es gibt eine Laufzeitschranke, die ein Polynom ist in der Eingabegröße. Ja? Dann muss man sich aber überlegen, was ist denn die Eingabegröße? Eigentlich ist die allgemeinste Definition, die wir dafür haben, die Anzahl Bits, die wir brauchen, um die Eingabe zu beschreiben. Das ist die Eingabegröße. Ja? Nun brauchen wir aber, um eine Eingabe mit einer Kapazität von groß M zu beschreiben, nur log M Bits. Man muss ja nur diese eine Zahl M hinschreiben. Ja? Und damit ist es dann eigentlich, diese Schranke bedeutet eine exponentielle Laufzeit in der Anzahl Bits der Eingabe. Und nur dadurch, dass ich jetzt hier das über diese Zahl da schreibe, wirkt das polynomiell. Und deshalb nennt man das pseudopolynomiell.
Eine andere Sichtweise auf diesen Begriff pseudopolynomiell ist, dass man sagt, wenn ich alle Zahlen, die in der Eingabeinstanz auftreten, unär kodiere, also als die Zahl k kodiere ich als k Einsen gefolgt von einer Null oder sowas, dann habe ich ein Eingabeformat, wo ich dann da tatsächlich polynomielle Laufzeit in Anzahl Eingabebits kriege für solche pseudopolynomiellen Verfahren. Ja? Fragen zu dem Begriff pseudopolynomiell? Ist jetzt im Moment nicht so wichtig, das ist ein Vorgriff auf die Algorithmen 2 und Approximationsalgorithmen und so weiter. Ja, ja, und Platz ist halt O von Kapazität des Rucksacks plus M mal N Bits. Das war das Beispiel. Ja, jetzt versuchen wir das Ganze mal ein bisschen allgemeiner uns anzuschauen. Also in der Übung werden Sie noch weitere Beispiele für dynamische Programmierung kennenlernen. Aber wie gehe ich da dran? Ich habe ein Optimierungsproblem und will wissen, kann ich das mit dynamischer Programmierung lösen? Und wenn ja, wie? Dann ist die allerwichtigste Sache, sich zu überlegen, was sind denn die Teilprobleme? Ja? Also beim Rucksackproblem war das... Was ist der Profit, den ich mit den ersten i-Elementen kriege und der Kapazität? Man könnte das zum Beispiel auch anders definieren. Diese Formulierung ist ziemlich gut, wenn ich kleine ganzzahlige Gewichte habe und die Profite dürfen dann beliebig sein. Das können irgendwelche krummen, gebrochenen Zahlen sein mit ganz viel Bits oder sowas. Aber es könnte ja Instanzen geben, wo ich ja sehr viel Bits brauche, um meine Gewichte der Objekte zu beschreiben. Aber es gibt nur ganz wenig Profitwerte. Die sind vielleicht immer 1 oder 2 oder sowas. Ja? Dann könnte man auch eine dynamische Programmierung nach Profit machen. Man sagt dann, okay, was ist denn der... Dann dreht man das Problem eigentlich um. Was ist eigentlich die kleinste Kapazität, die ich brauche, um einen bestimmten Profit zu erzielen? Und dann hat man eine ganz andere Tabelle, die je nach Eingabe vielleicht viel kleiner ist als die Modellierung, die wir eben hatten. Ja? Also man ist da relativ frei, selbst für ein einzelnes Problem. Also einen einzelnen Problemtypen. Gut, also wenn man das geschafft hat, dann muss man sich natürlich hinsetzen und sagen, naja, also warum habe ich das gemacht? Und das Wichtigste ist, daraus dann so Rekurrenzen abzuleiten. Da muss man sich überlegen, gilt wirklich diese Teilproblemeigenschaft? Und wie setzen sich optimale Lösungen aus den Teilproblemlösungen zusammen? Natürlich sind die beiden Sachen eng verwandt. Aber meistens ist der Lösungsprozess tatsächlich so, man überlegt sich halt, was das hier ist, und dann ist es oft offensichtlich, wie diese Rekurrenz im Teil 2 aussieht. Ja? Und man muss dann halt nur gucken, habe ich das richtig gemacht oder brauche ich vielleicht eine andere Definition hier oben, damit dann die Austauschbarkeit doch gilt oder sowas. So. Also hier habe ich den kreativen Teil. Hier müssen Sie eigentlich einen Beweis führen, sonst könnte es passieren, dass Sie dann einen Algorithmus konstruieren, der unzulässige oder suboptimale Lösungen produziert. Und da wird es jetzt recht systematisch. Im Prinzip ist es relativ einfach, wenn man das hier hat und diese Rekurrenz, einen Algorithmus hinzuschreiben, der diese Lösungstabelle aufbaut. Und man muss dann eigentlich immer daran denken, dass man nicht vergisst, wie man aus der Tabelle dann die tatsächliche Lösung wieder extrahiert. Aber das ist eigentlich auch ganz einfach. Das folgt direkt aus diesen Ergebnissen, die man hier oben erzielt hat. Und wenn man das dann hat, kann man immer noch ein bisschen verfeinern. Zum Beispiel Platz sparen, indem man dann nur eine Zeile oder vielleicht wenige Zeilen der Lösung sich merkt, wie man das Ganze cache-effizient macht, parallelisiert und so weiter. Da gibt es dann eine Standard-Trickkiste der Algorithmik, wo man dann auch in einzelnen Papieren und Lehrbüchern nachlesen kann, was so Tricks sind. Aber das ist jetzt jenseits dieser Vorlesung. Sie sollten
halt wissen, was dynamische Programmierung ist, auch ein bisschen üben, diese Schritte hier zu machen und umzusetzen. Und wenn Sie dann später in der Praxis, im Beruf oder vielleicht auch in Ihrer Masterarbeit tatsächlich selber mal so einen Algorithmus bauen müssen, dann, und das ist ganz wichtig und es ist so nicht schnell genug, dann können Sie immer noch nachschlagen, was sind diese Tricks. Ja? Also vielleicht nochmal ganz kurz über Parallelisierung. Wenn ich tatsächlich das hier zeilenweise aufbaue, könnte ich zum Beispiel relativ einfach hier parallel über die Zeile da arbeiten. Also alle Prozessoren arbeiten an der gleichen Zeile, aber teilen sich die Einträge da auf. Ne? Das ist relativ einfach und man könnte dadurch bei sehr großen Instanzen durchaus eine Beschleunigung erreichen. Fragen zu dem grundsätzlichen Ansatz dynamischer Programmierung? Gut, dann will ich mal ein paar Beispiele nennen. Wir haben nämlich so Sachen auch schon gesehen. Der Bellman-Ford-Algorithmus für kürzeste Wege, das war der, wo wir auch negative Kantengewichte zulassen. Der macht im Prinzip dynamische Programmierung. Der nutzt aus, dass ein kürzester Weg sich zusammensetzt aus einem kürzesten Weg für ein Anfangsstück plus eine Kante. Ja? Hat dann so eine Tabelle, die im Prinzip sagt, was ist der kürzeste Weg von S nach V mit I Kanten. Und das wird dann durchgeixt. Am Anfang sind das Null Kanten, da ist dann Entfernung 0 für den Startknoten und Entfernung unendlich für alle anderen. Und dann wird immer geguckt, aha, jetzt wird das, werden diese kürzesten Wege um eine Kante erweitert. Aber es ist klar, dass ein kürzester Weg, der aus I Kanten besteht, wenn man eine Kante wegnimmt, ist es wieder ein kürzester Weg, der aus I minus 1 Kanten besteht, zu einem anderen Knoten. Und das ist nichts anderes, als was der Bellman-Ford-Algorithmus macht, durch die dynamische Programmierung-Brille betrachtet. Ja? Dann ganz wichtige Anwendung, Approximate String Matching bzw. Edir-Distanz zwischen zwei Strings. Ja? Immer wenn Sie eine Suchmaschine haben, die auch Rechtschreibfehler zulässt oder im Moment immer wichtiger werden, wenn Gensequenzierung zum Beispiel stattfindet, dann muss man irgendwie gucken, zwei Strings, zum Beispiel zwei Abschnitte einer DNA-Sequenz, wie nah sind die beieinander? Und dafür braucht man Algorithmen, die sagen, okay, wie viele Zeichen muss ich löschen, einfügen oder entfernen, damit ich aus dem einen String den anderen mache. Das macht man mit dynamischer Programmierung. Und da gibt es dann ziemlich viele ausgebuffte Tricks, um das einigermaßen schnell zu machen. Und zum Beispiel dann Alternativen, wo ich extrem viele Änderungen machen muss, gar nicht erst zu betrachten, weil die nicht interessant sind und so weiter. Wir werden da ein bisschen was in Algorithmen 2 machen und wie gesagt, ganz wichtig für entscheidende Anwendungen. Dann ein beliebtes Schulbeispiel, weil es so einfach ist, wenn man ein bisschen Mathe weiß. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Folge von n Matrizen, nicht notwendigerweise quadratische Matrizen, die Sie alle multiplizieren wollen. Dann gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten, das durchzuführen, weil Matrizenmultiplikation ist zwar nicht kommutativ, aber durchaus assoziativ. Und je nachdem, wie Sie diese Formel klammern, kann die Anzahl Operationen, die Sie durchführen müssen für die Ausführung der Matrixmultiplikationen, sich sehr stark unterscheiden. Und da kann man jetzt mit ganz systematischen Maßnahmen einen Algorithmus angeben, der die optimale Klammerung berechnet. Ja? Rucksackproblem haben wir gesehen. Oder ein anderes klassisches Beispiel ist Geldwechsel. Also nehmen Sie an, Sie haben irgendwie den Kassenautomaten in einem Bus. Da ist es ja so, da geben Sie dem Busfahrer Geld.
der tippt das irgendwie ein und dann drückt er auf den Knopf und dann kommt das Wechselgeld ja raus. Aber was Sie jetzt gerne möchten, ist eine Art zu wechseln, sodass Sie eine minimale Anzahl Münzen zurückgeben. Wie machen Sie das? Und das ist irgendwie ganz spannend. Bei den meisten Währungen, das gilt also für den Euro, für den US-Dollar, ist es so, es reicht ein einfacher Greedy-Algorithmus. Ja? Also Sie haben einen bestimmten Differenzbetrag, den Sie zurückgeben möchten, und jetzt geben Sie immer die Münze als nächstes aus, die den höchsten Wert hat, der kleiner gleich dem Restbetrag ist. Das subtrahieren Sie vom Restbetrag und machen dann weiter. Das ist aber nicht für beliebige Währungen interessant. Zum Beispiel hatte man in den 30er Jahren auch ein 4-Pfennig-Stück. Ja? Und wenn dann der Restbetrag 8 Pfennig war, dann war die optimale Rückgabe, 2 4-Pfennig-Stücke zurückzugeben. Während der Greedy-Algorithmus hätte erst ein 5-Pfennig-Stück zurückgegeben, dann ein 2-Pfennig-Stück und dann ein 1-Pfennig-Stück. Oder das funktioniert jetzt bei Cent auch. Ne? Das wären dann 3 Münzen statt den 2 Münzen, wenn man 2 Vierer zurückgibt. Wenn Sie so ein Währungssystem haben, funktioniert aber dynamische Programmierung immer noch. Sie machen einfach eine Tabelle, die sagt, wie viele Münzen muss ich zurückgeben, wenn ich x Cent wechseln will. Und ich merke mir außerdem, welche Münze gebe ich aus. Ja? Und dann haben Sie halt vorberechnet, um 4 Pfennig zurückzugeben, kann ich ein 4-Pfennig-Stück zurückgeben. Also optimale Lösung, eine Münze und ich gebe das 4-Pfennig-Stück zurück. Und so weiter. Ja? Die Rekurrenz sagt dann, probiere alle möglichen Nennwerte von Münzen aus, die du zurückgeben kannst, und gucke dir an, welche davon hat eine optimale Lösung. Also ich habe einen Betrag X, ich probiere alle Nennwerte aus, ziehe diese Nennwerte ab und gucke dann in der Tabelle nach, was gebe ich denn da zurück? Wie viele gebe ich zurück? Also wenn Sie die 8 haben, gucken Sie, okay, was passiert, wenn ich erst 1 Pfennig zurückgebe? Dann steht dann, ja, um die 7 zurückzugeben, musst du 2 Münzen zurückgeben, macht insgesamt Lösung 3. Bei 2 Pfennig, für 6 Pfennig zurückgeben, musst du dann noch 1 und 5, sind 2 Münzen, wieder 3. 3 Pfennig gibt es nicht, 4 Pfennig, da gibt es diese Lösung, wo du nur ein 4-Pfennig-Stück zurückgibst. Also habe ich eine Lösung mit nur 2 Münzen. Und so geht es dann weiter. Wenn ich ein 5-Pfennig-Stück zurückgebe, steht da, optimale Lösung für 3, da muss ich auch 2 Münzen zurückgeben. Ist also auch nicht besser und so weiter und sehe dann, das passt. Ja? Also ein sehr schönes Beispiel, ein ganz einfacher Greedy-Algorithmus, ganz einfache Tabelle. Und man sieht aber, es gibt auch einen Greedy-Algorithmus, ganz einfacher dynamischer Programmieralgorithmus, der funktioniert immer. Und es gibt aber auch einen Greedy-Algorithmus, der funktioniert manchmal. Und wenn er nicht optimal ist, liefert er natürlich auch vernünftige Lösungen. Fragen dazu? So, jetzt habe ich so viele Beispiele, so positive Beispiele angegeben für dynamische Programmierung. Man muss vorsichtig sein, das ist kein Allheilmittel. Ich kann nicht alles mit dynamischer Programmierung erschlagen, deshalb gebe ich jetzt mal 2 Gegenbeispiele an. Teilproblemeigenschaft gilt nicht immer. Nehmen Sie mal an, Sie sind ein Manager für ein Formel-1-Team. Ja? Und Sie haben sich halt mit Ihren Fahrern da zusammengesetzt. Wie kann ich denn die Rundenzeiten optimieren? Oder wie fahre ich ein Rennen? Und dann ist es vielleicht im Training so, da geht es ja, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, vor allem um gute Rundenzeiten.
Da fährt man halt auf Teufel komm raus, möglichst schnell und dann von mir aus auch, wenn man über die Zielgerade ist, rutscht man nur noch ins Kiesbett und ist dann auch egal, Hauptsache möglichst schnelle Rundenzeit. Ja? Im Rennen ist das ein bisschen was anderes. Stellen Sie sich vor, das Rennen geht über 21 Runden. Und Sie haben jetzt eine prima Lösung für 20 Runden, wo Sie ganz schnell sind, aber leider ist dann der Tank leer und dann müssen Sie nochmal tanken. Dann ist das vielleicht nicht die optimale Lösung, um daraus eine 21-Runden-Lösung zusammenzusetzen. Ja? Weil Sie sollten dann die ersten 20 Runden ein bisschen verhaltener fahren, etwas weniger Benzin verbrauchen und die Gesamtzeit ist niedriger. Ja? Das ist die Teilproblemeigenschaft verletzt. Eigentlich ist das hier so eine Art kürzeste Wege-Problem. Ne? Sie wollen vom Start zum Ziel, also Sie können das so ausfalten, ne? So zum Start Runde 2, 3, 4, vom Start zum Ziel der Runde 21 in möglichst kurzer Zeit. Und Sie haben verschiedenste Fahrmanöver, Beschleunigen, Kurven und so weiter. Das können Sie mit Näherungen diskretisieren, ne? Und dann wollen Sie gucken, wie lande ich, was ist das Schnellste zu dem Ziel. Und das können Sie als ein kürzeste Wege-Problem, Sie können das als einen Graphen hinschreiben. Und die Kantenlängen sind jetzt halt die Fahrzeiten, die Sie brauchen. Und jetzt haben Sie aber plötzlich eine zusätzliche Beschränkung. Ja, und am Ende darf ich nur so und so viel Sprit verbraucht haben. Hat jemand eine Idee, wie man das Ganze jetzt trotzdem wieder mit dynamischer Programmierung hinkriegt? Ich habe eben gesagt, das ist eigentlich ein Gegenbeispiel für die Teilproblemeigenschaft. Widersprechen wir jetzt scheinbar. Ich habe jetzt keine Meldung, also versuche ich das mal zu erklären. Also, was halt schief geht hier, ist, Teilprobleme zu definieren, die sagen, aha, ich gucke mir an, was ist die beste Strategie, um die ersten I-Runden zu fahren, von mir aus. Ja, oder viel feinkörniger, um die ersten I-Meter des Rennens zu fahren, das ist jetzt egal. Ja, das reicht nicht. Aber Sie können eine Teilproblemeigenschaft definieren, die sagt, was ist denn die beste Strategie, um die ersten I-Runden zu fahren, wenn ich so und so viel Sprit zur Verfügung habe. Sie gehen jetzt einfach her und blasen Ihre dynamische Programmierungstabelle auf. Sie geben eine zusätzliche Dimension rein und plötzlich funktioniert es. Also ob diese Teilproblemeigenschaft gilt oder nicht, hängt immer sehr stark davon ab, wie Sie Ihre Teilprobleme definieren. Und deshalb ist das gerade der schwierigste Teil des Entwurfs eines Algorithmus für dynamische Programmierung. Ein anderes Gegenbeispiel betrifft diese Austauschbarkeit von Lösungen. Ein Standardproblem bei Graphen ist, wie viele Farben brauche ich, um die Knoten zu färben? Wenn die Spielregel lautet, keine zwei benachbarten Knoten dürfen die gleiche Farbe haben. Jetzt würde man ja gerne hergehen und sagen, ja okay, ich mache dynamische Programmierung. Ich gucke mir die Knoten einem nach dem anderen an und betrachte immer optimale Färbungen für die ersten I-Knoten und baue daraus optimale Färbungen für I plus 1 Knoten. Und hier ist ein Beispiel, dass das nicht funktioniert. Stellen Sie sich mal vor, dieser Knoten hier wäre der 6. Knoten. Ja? Und die ersten 5 Knoten sind halt die hier. Die sind angeordnet in einem Kreis der Länge 5. Es ist offensichtlich so, dass die optimale Färbung eines Kreises der Länge 5 3 Farben braucht. Ja? Bei geraden Kreisen geht das mit 2, aber bei ungeraden Kreisen brauchen Sie immer 3 Farben. Das können Sie sich leicht überlegen. Und wenn Sie jetzt eine konkrete Lösung gewählt haben, die so aussieht, und jetzt einen Knoten hier hinzufügen, der diese Nachbarn hat, dann sieht der, oh, blau, grün, rot, ich brauche eine 4. Farbe. Aber wenn Sie jetzt eine andere optimale Lösung für die ersten 5 Knoten nehmen,
bei denen nämlich dieser grüne Knoten da ist, sagen wir, und dann vor allem die drei Knoten dann nur rot und blau sind, könnte das ja einfach zyklisch verschieben hier, ne? Dann reichen plötzlich drei Farben, weil dann können Sie das Grün, das hier oder hier verwendet wurde, dann dort wieder verwenden. Das heißt, bei Graphfärbung gilt diese Austauschbarkeit nicht. Und das soll so ein bisschen eine Warnung sein. Also wenn wir Sie bitten, einen Algorithmus zu entwerfen für ein bestimmtes Problem, dann reicht es halt nicht, nur irgendeine Rekurrenz hinzuschreiben. Man muss auch beweisen, dass die gilt. Und hier, wenn ich da so eine Rekurrenz hinschreiben würde, Anzahl Farben für die Knoten 1 bis i plus 1 ist gleich Minimum Anzahl Farben vorher plus 1 oder Anzahl Farben vorher, wenn die Nachbarn der abgespeicherten Lösung die passenden Farben haben, irgendwie sowas, dann wäre das halt falsch. Weil es eben darauf ankommt, welche Lösung ich hier verwendet habe. Die optimalen Lösungen für die ersten i-Knoten sind nicht austauschbar, wenn es darum geht, den i plus ersten Knoten zu färben. Fragen dazu? So. Ja, das nächste Thema ist systematische Suche. Da haben wir durchaus noch genug Zeit, damit anzufangen. Das ist jetzt so ein bisschen dieses Ding. Ich habe jetzt ein schwieriges Problem. Ich habe die einfachen Sachen abgehakt. Ja, Greedy-Algorithmen geht nicht. Lineare Programmierung geht auch nicht. Dynamische Programmierung, mir fällt einfach keine vernünftige Formalisierung ein. Oder ich brauche einen Zustandsraum, der so astronomisch ist, dass ich das auch gleich schon wieder knicken kann. Wie war das im Englischen? If all else fails, use brute force. Ja? Im Zweifel benutze rohe Gewalt. Das ist so ein hemdsärmeliges Ingenieur-Mantra, das man immer wieder sieht. Und das ist das, was wir hier im Prinzip anwenden. Wenn uns nichts Intelligentes einfällt, machen wir halt was Unintelligentes, was aber dann funktioniert. Und manchmal ist das gar nicht so unintelligent, weil uns ganz viele Tricks einfallen, das doch wieder schnell genug hinzukriegen. Ja? Also die Idee ist, wir probieren alle Möglichkeiten aus, eine Lösung zu machen und suchen uns die beste. Das geht immer. Zumindest wenn wir eine endliche Menge zulässiger Lösungen haben, was bei diskreten Algorithmen oft der Fall ist. Und dann verfeinere ich das. Ich sage, nein, ich gucke mir nicht alle Möglichkeiten an, sondern nur sinnvolle Möglichkeiten. Und da muss ich mir Tricks überlegen, wie man unsinnige Lösungen ausschließen kann, ohne sie explizit anzuschauen. Und da werden wir ein Beispiel für sehen. Ja? Und das wird tatsächlich oft gemacht. Im Endeffekt ist ganzzahlige lineare Programmierung, wenn man sie in der Praxis anwendet, eine sehr geschickte Art systematischer Suche. Die aufwendigsten Löser für lineare Programmierung haben allerdings ein paar hunderttausend Zeilen Code, nur in der Logik, wie man das jetzt geschickt macht. Also man kann da sehr viel geschickt machen. Ja? Andere Blackbox-Löser gelten ähnliches. Also Constraint Satisfaction, da habe ich sogar noch allgemeinere Bedingungen, die ich an die Lösung stellen kann. Die werden eigentlich mit roher Gewalt gelöst, aber mit vielen kleinen Tricks. Noch ein bisschen einfacher, aber in vielen Fällen gar nicht so schlecht, ist Erfüllbarkeitsprobleme der Aussagenlogik, werden durch systematische Suche gelöst, aber mit der richtigen und effizient implementierten kann man dann plötzlich millionenmal schneller sein als mit naiven Implementierungen. Das ist ein Riesenarbeitsgebiet, wo zum Beispiel der Kollege Carsten Sins auch einer der weltführenden Experten ist. Und da ist das Spannende, also das hier sind Millionen Zeilen von Code oder zumindest Hunderttausende. Die besten Löser hierfür kriegen Sie mit ein paar tausend Zeilen Code hin, aber den richtigen. Ja? Das ist ganz spannend. Dann
Theorembeweiser, zum Beispiel Erfüllbarkeit von prädikatenlogischen Formeln. Da habe ich jetzt leider Lösungsräume, die nicht mehr endlich sind, aber ich kann da trotzdem systematisch nach Lösungen suchen. Oder eben konkrete Optimierungsprobleme, NP-harte Probleme, wo man dann, also das hier sind alles so sehr allgemeine Lösungsverfahren. Wir werden uns gleich was Konkretes angucken für das Rucksackproblem, wo man dann eben die spezifischen Problemeigenschaften noch leichter ausnutzen kann. Ja, das Gleiche gilt für Strategiespiele wie Schach, wo man eben auch durch systematisches Ausprobieren von Zugfolgen zu sehr guten Lösungen kommt. Oder eben mathematische Puzzles, zum Beispiel, wenn ich jetzt rausfinden will, wie kann man Rubik's Cube mit möglichst wenig Bewegungen lösen, kann man das entweder mit Algebra machen, wo man dann sehr geschickte mathematische Strukturen ausnutzt, oder man probiert alle Möglichkeiten aus. Und beides hat da zum Beispiel seine Berechtigung. Diese Algebra-Lösungen geben Ihnen sehr schnell einen Lösungsweg, der aber ein bisschen länger sein kann als der optimale. Aber da ist es dann tatsächlich so, wenn Sie dann ans Optimum ran wollen, verlieren Sie irgendwann die mathematische Struktur. Das ist ganz spannend. Fragen dazu? So, wir wollen das uns jetzt erstmal an einem Beispiel Rucksackproblem anschauen und das aber benutzen, um eine generische Technik kennenzulernen, die man Branch and Bound nennt, die eben für sehr viele Optimierungsprobleme einsetzbar ist. Ja, hier will ich jetzt doch mal den Pseudocode sofort erklären. Also wir haben hier so ein Branch and Bound Knapsack Funktion, die kriegt einen Profitvektor, einen Gewichtsvektor, eine Kapazität und gibt eine zulässige Lösung zurück. Ich nehme jetzt an, dass die Objekte bereits nach absteigender Profitdichte sortiert sind. Das hatten wir ja für den Greedy-Algorithmus zum Beispiel schon mal angenommen. Und wir haben jetzt hier was Optionales. Wir können jetzt irgendeinen heuristischen Algorithmus verwenden, zum Beispiel den Greedy-Algorithmus. Oder diesen Algorithmus, der dann noch guckt, wenn ich jetzt das Objekt mit dem höchsten Profit oder so reintue. Ich kann da irgendwas machen. Ich kann auch 50 verschiedene heuristische Lösungen erstmal anwerfen und davon die beste nehmen. Und das liefert uns jetzt so ein X-Dach. Ist sozusagen eine untere Schranke für die Lösungsqualität. Das heißt, eine untere Schranke für die Profite, die ich erzielen kann. Sozusagen eine Beschränkung dessen, wie schlecht es werden kann. So. Und dann löse ich das Problem mit einer rekursiven Funktion, die ich hier mal deklariert habe schon mal. Da übergebe ich ein i, das sagt, aha, welche Variablen sind bereits fixiert? Das ist der wichtigste Parameter hier. Und dann ergibt sich daraus, M' ist die nutzbare Restkapazität. Also da muss ich die Kapazität der bereits fixierten Variablen abziehen. Und ich habe so einen Wertparameter P, der mir... Und das P sagt, was ist der Profit, den ich mit den fixierten Variablen bereits erzielt habe. Ja? Und am Anfang sage ich einfach, ich fixiere gar nichts, null. Dann bleibt als Kapazität die Gesamtkapazität, aber ich habe auch noch keinen Profit. Ja? Und offenbar, wenn ich diesen Aufruf mache, liefert mir das die optimale Lösung. Als Seiteneffekt, ich habe halt dieses X-Dach als eine globale Variable. Das hier ist jetzt Pascal-Syntax ausnahmsweise mal, wo man tatsächlich solche lokalen Variablen, die sind sozusagen sichtbar in rekursiv, also in eingerückt deklarierten Funktionen. Das ist so ein Feature, das benutzen wir sonst nicht so, aber das macht hier die Darstellung ein bisschen einfacher. Ja? Also im Wesentlichen ist das hier nur eine Initialisierung von Umgebungsvariablen,
die es mir dann ermöglichen, den Rest durch so einen rekursiven Aufruf zu lösen. Und das Spannende ist jetzt, wie der funktioniert. Der ist ziemlich einfach. Ich habe jetzt nur zur Erinnerung nochmal gesagt, x ist meine aktuelle Lösung und x-Dach ist die beste bereits gefundene Lösung. So, und jetzt kann ich anfangen zu rechnen. Ich berechne jetzt erstmal eine obere Schranke für das, was ich überhaupt noch erzielen kann. Ich habe bereits einen Profit P und ich berechne jetzt irgendwie eine optimistische Schranke für das, was ich mit den verbleibenden Objekten I bis N noch erreichen kann. Und das könnte jetzt zum Beispiel sein, eine Lösung des fraktionalen Rucksackproblems, wo ich es also erlaube, dieses kritische Element, das gerade nicht mehr reinpasst, zu zerschneiden. Den Profit, den ich damit kriege, das ist sicherlich eine obere Schranke für den Profit, den ich durch eine optimale Lösung hier kriegen kann. Ja? So, das rechne ich aus. Wie gut kann das noch werden, angenommen, ich habe das hier schon fixiert? Ja, das ist das U. Und jetzt vergleiche ich U mit dem Profit, den ich schon kenne. Nämlich Skalarprodukt aus Profitvektor und der besten bereits bekannten Lösung. Und wenn das kleiner gleich ist von dem Besten, was ich schon gesehen habe, dann kann ich es vergessen. Dann habe ich in diesem rekursiven Aufruf kann ich keine Verbesserungen mehr finden. Dann höre ich einfach auf. Wenn ich aber hier eine Verbesserung erhoffen kann, die ist natürlich nicht garantiert, dann mache ich weiter. Und dann gibt es noch so einen Basisfall, naja, wenn alle Variablen fixiert sind, i gleich n plus 1, dann habe ich sozusagen ein Blatt meines Suchbaums. Und dann definiert das x genau eine mögliche Lösung und die ist außerdem wegen der Bedingung hier besser als das x-Dach. Jetzt setze ich x-Dach neu. Ja? So, wenn das nicht der Fall ist, das ist natürlich meistens der Fall, dann gibt es zwei Varianten. Ich kann xi auf 1 oder xi auf 0 setzen. Mehr geht nicht. Xi auf 1 kann ich allerdings nur, wenn das ite Objekt ein Gewicht kleiner gleich der Restkapazität m' hat. Wenn das der Fall ist, lautet die Rekursion, naja, i plus 1. Ich fixiere das ite Element. Ich muss wi von m' abziehen, kann aber pi zu p dazu addieren. Ja? So, die andere Möglichkeit, ich nehme es nicht. Das macht nur Sinn, jetzt kommt was Komisches. Hier stand if u größer px, jetzt steht hier nochmal if u größer px. Kann mir jemand sagen, warum? Ich überprüfe jetzt nochmal, ob ich hier noch was Interessantes finden kann. Und wohlgemerkt, dieses x-Dach ist ja eine Variable, die in diesem Aufruf hier geändert werden kann. Das heißt, es könnte sein, dass in dem 1-Zweig der Suche, den ich jetzt schon durchgeführt habe, ein verbessertes x-Dach gefunden wurde. Und damit kann es sein, dass der Teil, den ich hier jetzt habe, uninteressant geworden ist, obsolet geworden ist. Deshalb mache ich diese Überprüfung hier nochmal. Wenn das der Fall ist, also es gibt immer noch Hoffnung, obwohl ich diesen Zweig hier schon exploriert habe, dann setze ich xi auf 0 und mache die Rekurrenz mit i plus 1, m' und p. Das ist übrigens so ähnlich wie die dynamische Programmierung. Ne? Da habe ich ja auch in dieser Tabelle nachgeguckt. Was ich jetzt mache, ist ein bisschen anders. Ich baue diese Tabelle nicht explizit auf, sondern ich erzeuge eigentlich die Werte immer wieder von Neuem. Und dann kann man sich überlegen, je nachdem, wie die Instanzen aussehen, ist das eine oder das andere besser. Vor allem ist es hier jetzt so, diese Prozedur würde auch funktionieren, wenn ich die Variablen gar nicht nach Profitdichte sortiere. Aber der Trick ist jetzt, im Allgemeinen, in der Praxis, sehen gute Lösungen so aus, dass die Elemente mit großer Profitdichte drin sind. Ja? Und dieser Zweig wird immer zuerst verfolgt. Das heißt, ich kann eigentlich hoffen, hier ziemlich gute Werte für das x-Dach zu kriegen. Und das gibt mir hier vielfältige Abbruchmöglichkeiten. Ja? Trotzdem kann man Instanzen bauen, wo man 2 hoch n rekursive Aufrufe braucht. Aber das Spannende ist, wenn man das hier richtig implementiert, also diese Tests kann man
in annähernd konstanter Zeit ausführen, wenn man so ein paar Hilfsvariablen mitführt. Dann kriegt man sowas wie Linearzeit, also für zufällige Profite und Gewichte. Ja? Also es ist ein naiver Algorithmus, der aber oft erstaunlich gut funktioniert, weil er einfach diese Abbruchbedingungen hier und hier sehr oft greifen. Gucken wir uns mal ein Beispiel dazu an. Ich habe jetzt hier wieder eine Rucksackinstanz. Die optimale Lösung ist, die beiden Elemente nehmen, dann kriege ich Profit 38. Also ich habe hier Gewichte von 1, 2, 3 und 4 und Profite von 10, 24, 14 und 20. Und eine Gesamtkapazität von 5. Also kann ich hier 3 plus 2 und das ist optimal, können Sie sich überleben. Aber wie findet der systematische Suchalgorithmus das raus? Ich habe gesagt, ich berechne jetzt meine optimistischen Schranken mit Hilfe von linearer Programmierung. An der Wurzel, wenn ich jetzt keinerlei Initialisierung für gute Lösungen habe, guckt er halt, aha, ich habe nichts festgelegt. Wenn ich die lineare Relaxation berechne, sagt er, aha, der hier hat die höchste Profitdichte, dann kommt, die sind jetzt sortiert. Ne? Erst den, 10, Kapazität 1 plus hier Kapazität 3 macht 4. Bleibt Restkapazität 1 für den, den kann ich noch zur Hälfte nehmen. Also 10 plus 24 ist 34 plus 7, also die Hälfte davon, macht 41. Das wird er am Ende nicht erreichen, aber das ist seine Schätzung. Ja? Jetzt geht er erst den linken Zweig runter, jetzt ist hier die erste Entscheidung fixiert. Das bleibt so, weil in der fraktionalen Lösung ist das natürlich 1. Jetzt fixiert er den auch noch, also macht einen rekursiven Aufruf mit x2 gleich 1. Dann ist die Schätzung wieder 41. Jetzt kann aber x3 nicht ganz reintun. Die Kapazitätsbedingung ist verletzt, also wird hier abgebrochen. Aber er kann die 0 machen. Wenn aber hier eine 0 gesetzt wird, verändert sich die Schranke auf 39. Ich kann nämlich dann sagen, okay, 24 plus, da habe ich Kapazität 3 plus 14 da müsste eigentlich 38 stehen, aber ist jetzt nicht so wichtig. Verändert sich das auf 38, meine ich. Aber trotzdem passt halt, er hat jetzt die beiden drin. Trotzdem passt halt der auch nicht rein. Also hier nochmal so ein Konflikt. Und dann bleibt er bei einer Lösung 1, 1, 0 mit dem Profit 34. Und das ist jetzt eine Stelle, wo er eine verbesserte Lösung gefunden hat. Und beim nächsten Mal sehen wir, wie man dann durch diesen Suchbaum sich weitertastet. Vielen Dank.